ewig lang fahren. Man hört auch. Hi. Hallo. Bist du hier? Ja. Genug Platz. Biege nach rechts ab. So, fahr ich mal. Das ist gemütlich. Ich hoffe, ich fahre dir nicht hinten drauf. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Wobei es wahrscheinlich auch passieren kann, dass ich dich überhole, wobei du bist schneller als ich, glaube ich. Mein Turtle kommt ein bisschen schneller auf die Maximalgeschwindigkeit, ja. Ja. Achtung, achten Sie auf die Huch, ich habe kein Licht an. Oh mein Gott. Anlassen! Okay, ich schreie halt. Hier in der Nähe habe ich mal gewohnt. Das da hinten kenne ich. Hier in der Nähe habe ich gewohnt. Wenn man jetzt hier rumfährt. Das erkläre ich jedem, der es nicht wissen will. Oh mein Gott, das sieht genauso aus wie damals. Also wie da, wo ich herkomme. Wenn man jetzt hier hochfährt, dann ein bisschen geradeaus fährt. Noch über die Autobahn hinweg eigentlich. Was leider nicht geht. Dann ist irgendwo auf der linken Seite mein altes Zuhause. Da habe ich mal gewohnt. So, Schwierigkeit aufnehmen. Bitte links halten. Heimat. Ich komme mir so langsam vor. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Und hier geradeaus weiterfahren. Dann würde man zu meinem ehemaligen Zuhause kommen. Nimm die Ausfahrt rechts. Da hab ich mal geflucht. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Es war einmal vor sehr langer Zeit. Ja, so ungefähr. Warum habe ich daran auch gerade gedacht? Ja. Anderten, Messe. B65. Heimat. Gut, die 65 führt auch an unserem jetzigen Zuhause irgendwo lang. Nein, du drängelst dich da nicht zwischen von der LKW. Nein, nein, nein. Nein. Wenn ich zu schnell bin, dann ist es vorbescheid, ne? Ja, das ist gut. Bitte links halten. Kann sein, dass der Tempomat ausgestellt ist während des Konvois irgendwie? Weiß ich nicht. Mein Navi zeigt mir immer noch 60 an, obwohl hier keine 60 ist. Bei mir ist 80. Bei mir 60 angeblich. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, du fährst auf jeden Fall schneller als ich. Aber ich sehe dich noch. Wenn dein Fahrer irgendeine Pause braucht, musst du mir Bescheid sagen, ne? Ja, erstmal nicht. Die 9 Stunden sollte er durchhalten. Oh. Zurücklehnen und mit einer Hand fahren. Es hält gute Fahrt und ich schieße den Sauerstoff in Richtung Himmelsbett. Alles klar, Daki, dann schlaf schön. Bei mir wird halt immer noch 60 angezeigt. Ich bin schon lange 80. Bei mir sind immer noch 60. Bei mir geht aber Tempomat. Tempomat ist auf 90. Mehr bin ich, ey. Gute Nacht und danke, dass du reingeschaut hast. Nochmal. ich komme dir näher, ich sehe deine Schrift wieder. Jetzt nicht mehr. ich müsste an die Seite fahren, damit ich gucken kann wegen der Kacke, aber ne. Kannst du doch wohl machen. Dann warte ich kurz. Die paar Minuten kommt es auch nicht an. Dorfmark. Schon da kurz da ist man schon.
Egal, dann gewöhnt sich mein Knie wieder ans Fahren. No. Kann ich vielleicht nächste Woche das Formel 1 Rennen mit LKW fahren? Oder dass ich mit meinem Knie in der nächsten Wand lande? Ja, gut. Ich will mir auch ein Lenkrad holen. Aber so teuer. Das ist echt lang. Mein hübsches Spaßmaß auch, es regnet. Bei mir regnet es, ich glaube, schon seit 10 Minuten. Hm. Ich hasse es, bei Regen zu fahren. Aber ich akzeptiere es. Ich liebe den Regensound. Der ist geil, aber irgendwie hasse ich es trotzdem, bei Regen zu fahren. Ich würde ja gerne mal bei Schnee fahren, aber bei Schnee, also Schnee gibt es ja nicht, leider. Wüsste ich zumindest nicht. Könnte mal gucken, ob es dafür eine Mod gibt, aber dafür musst du, glaube ich, in den nördlichen Gebiete. So Finnland oder so. Ja, ich warte ja immer darauf, wenn sie ihre Updates bringen, dass sie vielleicht irgendwann mal so Jahreszeiten reinbringen. Das wäre cool. Ja, das wäre richtig geil. Das habe ich heute noch zu Frutus gesagt. So, das wäre mega geil, wenn in Eurotruck halt einfach Jahreszeiten wären. Und du dann halt auch so die Blätter fallen sehen würdest oder sowas. Das wäre halt richtig cool. Wollen wir uns ein paar Punkte in Flensburg abholen? Okay, mein Blinker macht halt einfach gar keine Sounds. Ja. Mein Blinker ist tot. Nur einmal bup und dann war's das. Mehr tut er nicht. Und er hat Blinken. Woher setzt sich hier einfach ein LKW vor mich, obwohl ich viel schneller bin als der? Warum bremsen da alle? Weiß nicht, weil sie doof sind. Oh, bitte lass mich dazwischen passen. Oh mein Gott. Vor allem bei mir ist halt einfach immer noch 60, ne? Das ist komisch. Ich komme an so vielen Schildern gerade vorbei und überall steht was anderes. Aber bei mir ist immer noch 60. Aber ich habe auch keine Warnung. Aber das hatte ich vor. Einmal mit Max-Geschwindigkeit durchbrettern. Ich fahre mit 90. Ich habe auch keine Strafe bisher bekommen. Ich nutze das gerade komplett aus, 90 fahren zu können. Aber den Bug hatte ich vorhin schon mal. Jo, ich biege nach rechts ab. Ab in den rechten Tunnel. Oh Gott, ich werde immer schneller. Geht ja auch bergab. Voll toll. Was erwartest du? Dass du langsam wirst? Ja. Stell dir mal vor, das wäre wirklich so. Bergauf wirst du immer schneller und bergab wirst du auf einmal langsamer. Irgendwie wäre es geil. Ja, das wird die Menschen am Anfang voll durcheinander bringen und irgendwann gewöhnen sie sich dran. Es wäre halt irgendwie sicherer, wenn du halt bergab fährst und dann langsamer wirst. Ja. Also nicht so, dass man stehen bleibt, aber so, dass man halt sicher unten ankommt. Guck mal schön nach rechts, ob ich noch auf deinem Navi zu sehen bin. Sobald ich nicht mehr zu sehen bin, bremst dich. Nee, du bist. Wir bleiben immer im gleichen Abstand zueinander. Sofern. Ja, mein Tempomat hier mal wieder mitmacht. Aber ich muss erstmal selber Gas geben. Ich habe den großen Vorteil, dass ich bergauf halt auch ein bisschen mehr Power habe als du. Also ja, ja. Ich bin schneller auf meiner Max-Geschwindigkeit. Das merke ich. Aber großartig auseinander sind wir nicht. Zwischendurch habe ich deine Schrift auch wieder sehen können. Aber ich bin noch nicht so weit mit meinem LKW. Ich bin noch klein und hilflos und unschuldig. Ja, ich mag meinen LKW sehr. Ich werde mal ein bisschen langsamer. Mal ein bisschen aufschließen hier. Mich irritiert jetzt einfach, dass da weiterhin 60 steht. Huch. Wie, was? Da war jemand hinter mir? Hoppla.
Aber macht ihr nichts draus. Mein LKW hat einen 1% Schaden und hat jetzt schon Motorausfälle. Also irgendwas ist kaputt bei dem. Ne, Motorausfälle habe ich meistens ab 50. So Pi mal Daumen, es sei denn, ich hatte einen wirklich schlimmen Unfall. Platz da vorne! Geht doch! Yay, ich bin direkt hinter dir! Aber nur weil du langsamer geworden bist, glaube ich, ne? Ja, ich bin extra ein bisschen langsamer geworden. Ja. Ich bin immer noch Max 90. Ein Gegenverkehr, das heißt, ich kann weites Licht anmachen, dann sehe ich auch ein bisschen mehr. Das brauche ich meistens nicht, weil meine Map ist so. Schon recht hell. Bin ich zumindest. Ist auch eher so der einhändige Fahrer oder eher beiden? Unterschiedlich. Gerade ist es tatsächlich einhändig. Aber gut, ich habe auch nur A und D, was ich gerade drücken muss. Mhm. Autobahn bin ich größtenteils auch einhändig unterwegs. In der Stadt eher zweihändig, weil man da mehr lenken muss. Land und Stadt eher, weil ich nach links und rechts auch mit der Maus gucke, um zu gucken, wie die Landschaft aussieht. Und abends sowieso. Abends bin ich immer einhändig. Außer halt abseits der Autobahn. Was ich immer mache, ist vielleicht bremsen. Und halt Blinker betätigen. Aber das kann ich alles mit meiner einen Hand. Aber ich hätte halt auch gern Lenkrad. Ich überlege da echt mal. Aber wahrscheinlich mache ich es wie bei meiner Kamera, dass ich dann halt einfach ein Ziel setze. Das erreichen wir dann alle zusammen und dann, ja. Ist halt schon echt cool, besonders halt Bus-Simulator war auch damit viel, viel geiler. Ja, das glaube ich. Apropos Bus-Simulator. Ich hatte Luna vorhin, so halb zumindest drauf angesprochen, im Chat, dass ich mal wieder so ein Bus-Simulator-Event machen möchte. Das ist schon was, ja. Bist du aber wieder, glaube ich, installiert? Ich glaube, ich habe es deinstalliert im Moment. Ich habe es noch installiert, aber ich hatte es halt seit. Ja, ich damals ja mit Ryan gespielt habe, hat sich das ja nicht mehr angerührt. Mhm. Und irgendwie habe ich zurzeit Bock auf diese ganzen Fahrsimulationen. Und Fernbus kann man ja leider nicht zusammen spielen. Leider. Und, es gibt aber Mods dafür. Also, es gibt Modding, womit du zusammenfahren kannst. Ich bin immer froh, wenn ich meine Spiele nicht modden muss. Weil, ja, desto mehr Spiele ich gemoddet habe, desto mehr Spiele muss ich auch updaten, wenn ich sie gemoddet habe. Ja, klar. Das ist... Ich freu mich schon, wenn Slime Ranger 2 komplett draußen ist. Das will ich auf jeden Fall dann gemoddet mit der Kollegin spielen. Ja. In 2 Spielmodus. Der habe ich schon Nautica gespielt. Muss ich auch nochmal spielen. Schöne Spiele. Kann aber auch sehr, sehr gruselig werden. Subnautica habe ich, glaube ich, für PS4. Das habe ich mal im PSN gekriegt. Hm. Ich bin übrigens so ein großer Suchti. Ich hatte dir ja erzählt, dass ich Disney Dreamland Valley ja auch privat spielen möchte. Ja. Ich hatte ja eigentlich extra neu angefangen, ne? Und auch zwar im Stream weitergespielt. Ich bin so süchtig, dass ich mir das jetzt sogar für die PS4 gekauft habe, dass ich das im Bett spielen kann. Oh, und vor allem der erste Satz von Frisch ist: Oh nein, du hast es dir jetzt nicht für die PS4 auch noch geholt. Das gibt es dann nicht ernsthaft auch für die PS4. So, doch. Ja, ich bin faul und ich möchte nicht in meinen PC gehen, wenn ich das spiele. Also, okay. Also, ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Du hast FF14 für die PS4. Du hast Disney Dreamland Valley für die PS4. Du hast jetzt bei Daylight für die PS4. Was willst du noch? Oh, wo soll ich da nur anfangen? Er ist einfach nur Kopfschüttel aus dem Zimmer gegangen. Ja, das ist auch nur so, okay. Meine Frau ist verrückt geworden. Ich gewinne schon wieder Entfernung. Ja, weil mein Tempomat einmal nicht funktioniert hat. Aber ich sehe dich noch, auch mit Schrift. Oh, es geht bergauf. Jetzt werde ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen Vorsprung kriegen hier. Das kann durch. Oh, bei mir wird endlich was anderes angezeigt. Eine 80. Wow. Doch mal.
Schnell mit 90 den Berg hochbrettern hier. Nur mein Navi sagt nichts mehr. Die ist auch schon seit Ewigkeit leise, obwohl es geht halt momentan nur geradeaus, ne? Da sagt die auch nichts. Ja, meistens sagt sie mir trotzdem irgendwas, wenn ich zu schnell bin zum Beispiel. Ja, das liegt an der Pro-Mod. Achso, okay. Ja, das hatte ich vorher nie getestet. Weil die Pro-Mod ist darauf ja ausgelegt, dass du dich eigentlich an die Verkehrsregeln hältst. Deswegen sagt die dann die Stimme dann auch, sie sind zu schnell, fahren Sie bitte langsamer. Ah, okay. Ja, ich hatte das Navi erst dann ausprobiert, als ich auch die Mod drin hatte. Wie gesagt, das war ja an dem Abend, wo Luna für mich extra die ganzen Sachen rausgesucht hatte. Mit ihrem, ja, eher Semi-Internet. Das war ja, nicht vorhanden. So dezent, vielleicht mal ein paar Sekunden. Und dann habe ich es aber trotzdem geschafft, mir die Promo zu installieren. Ich war verdammt stolz. Hat zwei Ewigkeiten gedauert, aber ich war trotzdem stolz. Ja, mich. Promos sind eigentlich auch echt cool. Besonders wenn es dann ein bisschen ernster nimmst und dann wirklich auch sich dran hält an die Sachen. Ja, das versuche ich halt im Stream schon die ganze Zeit, aber irgendwie. Ja. Da war das im Weg, dann war das im Weg. Ja. Hat sie ja gesprochen. Immer geradeaus. Müsste sie ja wohl. Ah ja, bei mir auch. Das ist wahrscheinlich auch die weibliche Stimme, wa? Natürlich. Ich mach mir doch keine Männerstimme an. Nein. Aber die Männerstimme mag ich tatsächlich nicht so. Mag die weibliche lieber. Nein, das ist die Mod, die ich mal hatte, nicht mehr aktuell. Da hatte ich eine Darth Vader Stimme. Das war geil. Gemusst. Oder Yoda. Ist auch super. Das wäre echt geil. Biegen, du musst. Nächste, du links abbiegen. Bleiben Sie immer geradeaus. Oh, sehr cool. Immer geradeaus. Aber dann würde ich mir wahrscheinlich lieber so einen Gollum-Sound holen. Gollum wäre wahrscheinlich auch mega nice. Mein Schatz, rechts abbiegen. Oh, wir haben es jetzt gerade erst, gestern, gerade erst geschafft, die dritte Folge von Ringe der Macht nachzugucken. Oh, da bin ich, glaube ich, ein bisschen weiter. Ja, wir gucken sie halt zusammen und ich gucke sie natürlich nicht allein weiter. Und Frisch hat gestern nur gefragt, du hast aber jetzt nicht ohne mich weitergeguckt, oder? So mit richtigen Hundeaugen. Ich dann so, nein, Schatz, ich habe nicht weitergeguckt, ich habe auf dich gewartet. Und weil er gestern nach 6 Tagen dann endlich wiederkam von seiner Reise, haben wir dann noch die dritte Folge geguckt. Und er ist am Ende halt einfach eingepennt, ne? Weißt du, da wo es spannend wurde. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und er so am Wegnicken. Ich höre schon so leise Schnarchen und ich denke mir so, und beim nächsten Mal dürfen wir die Folge nochmal gucken. Weil es dann nur heißt, Schatz, daran kann ich mich nicht erinnern, was ist passiert. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Du guckst sie ja auch, ne? Ich guck immer mal, wenn ich ein bisschen Zeit finde, rein, richtig. Wie findest du sie bisher? Eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Wir auch. Also ich glaube, Frisches weiß noch nicht ganz, was er davon halten soll. Also er findet sie nicht schlecht, aber ich glaube, er ist doch nicht so ganz. Aber ich bin tatsächlich recht begeistert. Aber ich bin gespannt, wie sie sich entwickelt, ne? Ich habe mich aber auch anfangs nicht hypen lassen, weil viele waren dann ja mega im Hype. Und ich habe dann ja immer so gesagt, ja, ich erwarte jetzt mal nicht so viel. Ich erwarte aber halt auch so ein bisschen was. Und ich glaube, das war sogar ganz gut. Weil ich finde es echt richtig, richtig toll. Und ich weiß gar nicht, die meisten meckern, glaube ich, ja sogar über Galadriel. Ich weiß nicht, ich finde die gar nicht mehr so schlecht getroffen. Dafür, dass es halt ne, in jungen Jahren ist. Ja. Und von manchen Mimiken, finde ich, trifft sie echt sogar die alte Galadriel. Und das war so das Erste, was Frisches und ich gesagt haben. Und ich dann nur so, okay, ich liebe diese Frau. Die ist einfach toll. Die macht einen guten Job. Und ja. Wieder ein bisschen langsamer. Ja, ich sehe dich aber noch auf der Map. Jetzt sehe ich auch deinen Namen wieder auf Bildschirm.
Nee, aber so schlecht finde ich die Serie tatsächlich gar nicht. Das ist auch nicht. Auch wo viele über Elrond gemeckert haben. Ich habe mir damals diesen Comic angeguckt. So die ersten Zeichnungen, wo das ja so visualisiert wurde. Der hat mehr Ähnlichkeit von dem jetzigen zu dem Comic. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Als der alte zum Comic. Ja. Finde ich. Also der. So. Ich weiß gar nicht. Ist aber trotzdem ein toller Schauspieler. Der Elrond hier spielt. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich geh jetzt bergauf. Alles gut, ich sehe dich noch. Und diese Stelle ist toll. Ich fahre hier so gerne rüber. Für die Brücke? Mm, ich fahre die so gerne. Gehört. Ich weiß, das klingt verdammt komisch, aber ich bin ein Brückenkind. Ich liebe Brücken. Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe Brücken. Und aufwärts, los! Drücken! Drücken! Nein, das klingt auch falsch. Verdammt. Falsch. Ich komme auf 80. Boah, 76, 75, 74, 73. Ich bin jetzt auf 75. Und jetzt bin ich wieder gerade. Jetzt kriege ich wieder Gas. Okay, bei mir, ich bin nur auf 70 runter. Jetzt kriege ich auch wieder 73, also 74. Also ich habe 5 km/h Vorsprung, alles klar. Ja. Eieiei. Ja, mein LKW hat ein bisschen mehr Power, ne? Ein bisschen, ja. Mein Tank ist fast halb leer, ist aber noch okay. Oh, wenn wir langsam fahren, da kommt ein Dings. Ah, okay. Eine Mautstelle. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also mein Tank ist noch... Rein, da darf ich rein. Mein Tank ist voll. Oh. Und Enter. Und einmal Fahr bitte und Vollgas. Alter, 234 Euro, leck mich hart, ey. Ich bin direkt hinter dir. Nein, ich bin vorher gebrannt. Nein, 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 nein. Ja. Wucher. Einfach nur Wucher. Ich kann den Wischer ausmachen. Würde ich vielleicht auch mal machen. Huch, das habe ich ihn wieder angemacht. Oh, knapp an einem Unfall vorbei. Eieiei. Ja, klar, natürlich ziehst du mir vor. Sag mal, was machst du denn da? Ja, ich wollte erst mal, nee, der ist zu schnell. Eieiei. Okay, so dicht wäre ich noch nie an dir dran. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung. Wie vor, wer braucht sowas? 90 und gib ihm. Immer geradeaus. Nein! Echt? Kann es sein, dass meine Musik tot ist? Weil nicht, ich hab deinen Stream leider mute, weil sonst weiß ich mich doppelt. Nö, alles gut. Nee, ich habe... Willst du das gleich kurz fixen? Nö, ich habe einfach wieder auf Play gedrückt.
Achso, okay. Das sonst wäre ich rechts reingefahren. Nein, nein, das hat Auto-Replay. Okay. Achtung, achten Sie auf das hätte ich auch wegen meinem Thermometer Tempomat gucken können. Sparzeitraum. Das ist, glaube ich, nur recht leise, die Musik. Gerade. Geradeaus. Ich habe das Webradio an. Ja gut, das kann ich leider ja nicht anmachen. Oh. Na gut, doch, wenn ich relativ viel rede, da könnte ich es anmachen. Bergauf! Bei Fernbus hat es von Joe nicht gemeckert. Seltsamerweise. Und da läuft ja auch nochmal Radio. Ja. An der Nordsee. Küste. Am norddeutschen Strand. Also ich könnte. Der Kitty so. Besoffen. Und hält niemals den Rand. Ich könnte das Webradio tatsächlich ausprobieren. Gleich. Ich müsste es nur halt komplett leise machen. So, bis auf ein oder zwei Striche runter. Muss die Radiolautstärke einfach einstellen. Ja gut. Auf dem Konvoi funktioniert, bin ich mir im Moment unsicher. Ich habe das leider nicht mehr ausprobiert. Sehen wir dann. Da ich das Spiel so selten spiele, weil keine Ahnung, mit wem ich überfahren soll, ne? Ja gut. Mit mir. Okay, ab jetzt jeden Tag. Okay, das wird schwierig jeden Tag, aber das kriegen wir irgendwie hin. Ich teile mich einfach in zwei, aber irgendwie brauche ich einen zweiten PC, der das ab kann. Ja, meine Musik ist verdammt leise. Auch schon wieder eine Maut, ist doch nicht wahr hier. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da läuft ein bisschen Musik, was man hören kann. Oh, hallo. Nein, ich habe keine Geschwindigkeitsüberschreitung. Nein, nein. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Kommt ein Pfötchen angefahren. Bremst. Viel zu schwer. Huch, nein, ich will nicht im Chat schreiben. Oh mein Gott. Das habe ich aus Versehen im Chat geschrieben. Ich hätte vor dir sein können. Ah, doch. Gib doch Gas. Aus. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Du fährst mir nicht rein. Wir fahren den Sonnenaufgang. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach komm, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ernsthaft? Ja, dann setzt ihr ja den Tempomaten bei 80. Ist auch in Ordnung. Ist gut. Ruhig, Navi. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, das kannst du jetzt noch 30 mal sagen. Mensch, unsere Stadt ist ja schon ausgeschildert. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ist doch gut. Achtung. Achten Sie auf weil wir die Lieferung abgegeben haben, kann ich nochmal wegen meinem Tempomat gucken gehen, ey. Jo. Immer geradeaus. Bin ich weit vor dir. Mittlerweile. Na gut, es ging viel bergab jetzt gerade, ne? Ja. Immer geradeaus. Nein. Na, wie sagst du auch sowas nicht?
fahre ich nur auf der Rechtsprungleiter. Nur nicht wieder berghoch. Ich sehe Helsingborg. Oh Gott. Nicht wieder berghoch, ich werde wieder langsamer. Ja, bitte rechtzeitig, du bist gut, Navi. Ja, ich bin gerade in der Ausfahrt. Ich sehe es. Ich bin auch gleich. Ich sehe dich da gerade runterfahren. Hi. Sehr eng. Nimm die Ausfahrt rechts. Huch, ich soll vielleicht die Ausfahrt rechts nehmen. Ja, und lass mal fahren auf jeden Fall. Ja, das wird überbewertet. Ich glaube, wenn du damit 90 reinkrass, kommst du da nicht heile raus. Nee, ich habe auf 44 abgebremst. Bin zwar bei 58 wieder, aber egal. Ich will ja auch sehr langsam drüber, die ist echt, echt eng, ey. Rechts halten. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ja, erste Ausfahrt nehmen. Ist ja gut. Nimm diese Ausfahrt. Ja, wenn ich die erste Ausfahrt nehmen soll, dann kann das ja nur die sicher sein. Wir sind durch das Navi. Ganz fein. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung. Wer achtet denn auf sowas? Geradeaus. Echt? Kann ich direkt in dem Viertel hier meinen Wagen nochmal reparieren gehen? Ja, ich muss mich gleich wieder schlafen legen. Das war zu viel für eine Tour. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie sind 9 Stunden durchgefahren, ne? Ja. Und in echt kann ich gleich mal pinkeln gehen. Ich war seit 5 Stunden nicht mehr. Gut. Der Wein treibt. So ein bisschen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich morgen meine 12 Stunden schaffe? Nein. Ich würde zu gerne selber einfahren. Danke. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Yay, yeah, ich habe sie eingeholt. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Lass mich dahin. Ja, schön putzt da die Fenster. Nee, ich bin ein Eiler. Komm. Auf Binkel. Lass mich. Fortfahren. So, jetzt wollen wir einmal gucken. Radio. Okay, ist aber auch schon auf einen Strich. Das ist gut. So. Ja, die Musik. Nein. Die Musik machen wir mal aus. Aber ich probiere es lieber gleich, wenn ich wieder da bin. Dann rede ich auch wieder.